Am 2. November 0 Uhr beginnt in Österreich ein neuer Lockdown angesichts der aktuellen Corona-Situation. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen, ein Maßnahmengesetz für Corona sowie die entsprechenden gesetzlichen Verordnungen werden am Sonntag im Rahmen des Hauptausschusses des Nationalrates beschlossen. Daher haben sich noch am gleichen Tag, am Sonntag 13 Uhr, die Arbeitnehmer- und die Arbeitgebervertreter, sprich die Sozialpartner, mit der zuständigen Arbeitsministerin Christine Aschbacher getroffen, um hier die entsprechenden abfedernden und ausgleichenden Maßnahmen für den Arbeitsmarkt zu treffen, zu verhandeln und auf den Weg zu bringen. Im Wesentlichen ging es hier um das Modell der Kurzarbeit der Phase 3. Dieses Modell sollte für die neuen Bedürfnisse des Lockdowns entsprechend angepasst werden. Und diese Anpassungen schauen wie folgt aus. Im Wesentlichen geht es um die sogenannte Arbeitsbandbreite bei der Kurzarbeit. Bislang war es möglich, zwischen 30% und 80% der Normarbeitszeit zu arbeiten. Die Untergrenze von 30% wurde nun erneut herabgesetzt, und zwar auf bis zu 0%. Und das bedeutet, dass beispielsweise für den Lockdown-Monat November eine entsprechende Branche, ein entsprechender Arbeitgeber seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken kann. Diese Mitarbeiter müssen jedoch keine Stunde arbeiten. Das Gehalt in der Höhe von 80% bis 90% wird vom AMS bezahlt und auch die Lohnnebenkosten. Eine Maßnahme, die ergänzt um die 80%ige Umsatzausgleichstaxe oder Quote, um es besser zu formulieren, hier das entsprechende Rüstzeug für die am allerschwersten betroffenen Branche im Zuge des Lockdowns geschaffen werden. Man hat sich darüber hinaus noch Regelungen für das Homeoffice erwartet, beispielsweise Anpassungen beim Unfallversicherungsgesetz beziehungsweise auch Anpassungen bei der Pendlerpauschale. Diese Anpassungen wurden jedoch heute bei diesem Treffen nicht kommuniziert.